Guten Morgen, Deutschland. Die Gasumlage kommt am 1. Oktober und jetzt schon sehen wir die Zeichen. Aber irgendwie glaubt Deutschland immer noch, der Kelch, der geht an uns vorbei. Die Sparkasse vermeldet heute Morgen, dass 40% der Privatkunden schon nicht mehr wissen, wie sie Geld beiseite legen können. Das heißt, sie werden am Monatsende bei Null rauskommen. Die Sparkassen schlagen regelrecht Alarm in Deutschland. Aber hey, Deutschland findet die Sanktionen toll. Deutschland findet das, was Robert Habeck und die Bundesregierung macht, toll. Die Frage ist, wie lange sie das toll finden. Denn diese Bundesregierung, die verfolgt ja ein Ziel. Und das ist eine Energiewende. Und dafür muss man die Preise teuer machen. Warum muss man das tun? Ganz einfach. Damit wir anfangen, bei den fossilen Energien zu sparen. Und deswegen macht man die Preise teuer. Glaubt ihr nicht? Doch, Professor Klaus Schmidt, der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums, erklärt euch das gerne mal. Das wichtigste Instrument, um das Gassparen auf den Weg zu bringen, ist der Preismechanismus. Darum ist es wichtig und richtig, dass die Gaspreise, dass dieses Preissignal jetzt bei den Verbrauchern ankommt, dass die Verbraucher sehen, Gas wird teurer werden. Es wird auch nicht bei dieser Umlage bleiben, die jetzt beschlossen worden ist, sondern es wird sich langsam durch das System die gestiegenen Gaspreise durchfressen, sodass alle am Ende des Jahres und im neuen Jahr deutlich höhere Gaspreise sehen werden. Und das muss uns allen einen Anreiz geben, jetzt weniger Gas zu verbrauchen. Tja, liebe Leute, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das wird nicht das Einzige sein, liebe deutsche Bundesbürger. Das ist der Anfang. Diese Bundesregierung unter momentan anscheinend Führung der Grünen und seinem Wirtschaftsminister Robert Habeck wird uns noch viel mehr kosten. So viel steht jetzt schon fest. Und das habt ihr gerade gehört aus berufenem Munde. Wie schmeckt diese Energiepolitik, die auf Kosten der Menschen gemacht wird? Ich finde, sie schmeckt gar nicht. Euch allen einen schönen Samstag.